Ja, hallo ihr Töften-Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Ja, und heute habe ich insgesamt 10 Fakten über den Deluminator herausgefunden und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Und wie immer starten wir natürlich mit Fakt Nummer 1. Der sogenannte Deluminator ist ein kleines Gerät, welches dazu in der Lage ist, künstlich erzeugtes Licht auszuknipsen und in sich selbst aufzubewahren. Er wird auch Ausmacher, Entleuchter bzw. Ausschalter genannt. Darüber hinaus ist er auch fähig, in sich selbst gespeichertes Licht wieder an seine ursprüngliche Quelle abzugeben. Fakt Nummer 2. Äußerlich erinnert der Deluminator an ein kleines silbernes Feuerzeug. Ein Vergleich, der sich durchaus auch in seiner Funktion widerspiegelt, da ein Feuerzeug, ähnlich wie der Deluminator, auch Licht aus seinem Inneren erzeugen kann. Fakt Nummer 3. Bei dem Deluminator handelt es sich um ein Unikat, soll heißen, dass es ihn nur einmal auf der Welt gibt. Fakt Nummer 4. Erfunden und designt wurde der Deluminator noch vor den 20er Jahren von niemand anderem als Albus Dumbledore selbst. Dumbledores Grundintention für das Erschaffen dieses Geräts war, sich unbemerkt nachts durch Muggelstraßen bewegen zu können. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Der Deluminator ist tatsächlich das allererste magische Gerät, welches dem Leser der Harry Potter Romane vorgestellt wird. Fakt Nummer 6. Der Grund dafür, dass der Deluminator viele weitere Namen wie zum Beispiel Ausmacher, Entleuchter etc. besitzt, ist, dass Dumbledore seiner Erfindung nie einen offiziellen Namen gegeben hat. Aus diesem Grund wird der Deluminator in seinen ersten beiden Auftritten im ersten und fünften Band auch noch als Ausmacher bezeichnet. Fakt Nummer 7. Tatsächlich besitzt der Deluminator noch eine weitere, sehr geheimnisvolle Fähigkeit. Als Ron nämlich seine Freunde Harry und Hermine im siebten Band verließ, half ihm der Deluminator wieder zu ihnen zurückzufinden, indem ein blaues Licht in seine Brust bzw. Herz eindrang. Somit speichert der Deluminator nicht nur das faktische Licht, sondern auch das metaphorische Licht des Besitzers und kann dieses auch wieder abrufen und betroffene Personen dorthin zurückschicken. Fakt Nummer 8. Die in Fakt 7 genannte Fähigkeit passt auch sehr gut zu Dumbledores gesetzter Inschrift auf dem Grab seiner Eltern. Dort steht nämlich geschrieben: Where your treasure is, there will your heart be also. Oder auf Deutsch: Dort, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Demzufolge kann man daraus schließen, dass Dumbledore diese Funktion ganz bewusst eingebaut hat, was auch Stoff für viele coole Theorien bietet. Fakt Nummer 9. Die Noble Collection verkauft ein originalgetreues Replik des Deluminators, welches sogar ein kleines Licht in sich beherbergt. Preislich liegt dieses Replik zwischen 70 und 80 Euro, je nachdem, wo man schaut. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10. Es ist durchaus möglich, dass der Deluminator von Galadriels Fiole aus Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien inspiriert wurde. Mit Ausnahme, dass der Deluminator nicht nur Licht spenden, sondern auch einsaugen kann. Ja, das war mein kurzes, knackiges Faktenvideo über den Deluminator. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo auf meinem Logo. Wenn ihr noch weitere Harry Potter Faktenvideos sehen wollt, dann schaut hier gerne an der Seite bei der Playlist vorbei. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!